Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich im neuen Jahr. Wir fangen das neue Jahr ganz fleißig an. Der Papa ist hier hinten. Wo ist er denn? Hier in meinem neuen Büro, beziehungsweise Patricks altes Kinderzimmer. Und wir renovieren. Also besser gesagt, wir haben jetzt zusammen... Ja, was machst du denn da, Patrick? Video. Wir haben jetzt alles, was hier in diesem Zimmer ist, haben wir dabei alles hier in die Mitte gestellt. Das werden wir so quasi überdecken. Oder überdecken wir das oder lassen wir das so? Ja. Und da kann man hier schon ausmalen. Wir haben auch schon Farbe gekauft. Wir haben einmal so eine Anti-Schimmelfarbe geholt von Hornbach, weil wir hier in diesem Zimmer in der Außenecke immer ein bisschen Probleme hatten mit so Schimmel. Sieht man jetzt zwar nicht, weil der Papa schon so Anti-Schimmel-Dings darüber gespritzt hat. Und kommen wir mal Anti-Schimmel-Farbe. Das ist halt eine echt gute Farbe. Die haben wir schon bei uns im Schlafzimmer verwendet. Und dann habe ich noch eine schöne rosa Farbe gekauft für diese Wand. Die möchte ich nämlich rosa haben. Und die schaut so aus. Die ist von Alpina. Ups. Alpina, die Nummer 23, Wolken in Rosé. Und es schaut wirklich schön aus, so ein Grau-Rosé, wie auch hier schon drauf steht. Also ich glaube, hier in der Kamera kommt es jetzt nicht so rüber, aber das ist eine wirklich schöne Farbe. Ja, eine ziemlich gut pigmentierte. Ich glaube, Alpina ist auf jeden Fall eine sehr gute Marke. Und Papa hat sich auch noch so einen Wischi da gekauft. Ja, bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Machen wir heute noch irgendwas außer malen? Schaut shit aus. Schaut shit aus? Wieso ist doch wurscht? Interessiert doch jetzt keinen. Hier, Papa kämpft er mit diesem Kabel. Ich werde eh nicht in den Fernseher reingehen. Wenn die Luisa später in diesem Zimmer wohnt, dann... Ja, ich weiß, was machen wir. Ob es da überhaupt noch Satellitenfernsehen gibt, ist dann die Frage. Was ja, aber ich kann nicht 5 Netflix kaufen. Das ist ja auch idiotisch. Ich zahle im Monat 500 Euro für jeder einzelne. So teuer ist Netflix nicht. Chill your life. Ja, 12 Euro zahle ich für 3 Accounts. Aber nur wenn alle gleichzeitig schauen. Guck mir doch nicht so an, bitteschön. Ja, und Satellit sagt so wie viel? Gar nichts. Ja, aber Satellit läuft eh noch scheiße von dem her. Was tust du jetzt mit dem Kabel herum? Was mache ich mit dem? Ja, lass es so. Schaut scheiße aus. Mir ist doch wurscht. Sieht eh keiner, da kommt wahrscheinlich eh so ein Sessel oder eine Couch drüber. So, ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe vom Papa bekommen, hier diese Leisten-Befestigungsmetall-Gedöns-Dinger da rauszuschrauben. Ich glaube, das schaffe ich. Oder? Glaubst du, schaffe ich das? Wir werden das sehen. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, hier kommen die Leisten weg. Wir vielleicht... Hey, ich brauche Licht! Hier kommen die Leisten weg. Ja. Und hier bleiben sie nur provisorisch wegen diesem Satellitenkabel, was eh keiner braucht. Das, was sie brauchen, ich brauche einen Spachtel. Why? Spatula. Ja, geh und hol dir eine. Sind die nicht unten? Das sind die vor am Arsch. Willst du eben seine kaufen fahren, oder was? Sophie und meine Assistentin ist da. Sophie. Ja, wie? Kein Junk. Kein Junk. Wie kommt nicht mehr? Willst du mehr? Willst du auch mehr rausmachen? Willst du mehr? Oh, danke, Sophie. So, meine Lieben, ein kleiner Sprung. Wir sind jetzt im Ikea. Wir haben uns, also wir mussten noch mal raus. Wir sind schon irgendwie gefahren. Wir brauchten eine Spachtelmasse. Und jetzt haben wir uns entschlossen, da wir schon unterwegs waren. Also Spachtelmasse für die ganzen Löcher dann im Zimmer. Ich weiß, und jetzt sind wir beim Ikea. Gucken wir uns nämlich so ein paar Bürosystem, Lager, Verpackungsstationen an. Für den Papa. Damit er auch ein Plätzchen in meinem Büro hat, wo er Pakete packt. In dein Büro? In unser Büro, Entschuldigung. Jetzt überlegen wir da die ganze Zeit. Was glaubst du? Hey, das kann man herumschieben. Ja. Du Baby, was? Dein Hund? Magst du zu mir? So, jetzt sind wir so halbwegs durch. Luisa, malst du schön? Wow. Sehr schön. Der Papa schaut noch wegen einer Pflanze.
Magst du weiterfahren? Ja. Müssen nur warten, bis der Papa kommt. Ein Übertopf musst du aber auch nehmen, oder? Papa. Papa. Schau mal den Wauwau. Ja, schaut schön aus. Schaut ganz gut aus, oder? Ja. Die wächst ja noch, oder? Ja. Ja, dann passt. So, ihr Lieben, wir sind schon wieder zu Hause und ich koche gerade. Hier gibt es Pommes. Und ich finde mein, Werkzeug nicht. Und im Ofen habe ich jetzt gerade die Tiefkühl-Köttbühler reingetan, die wir jetzt gerade beim Ikea gekauft haben. Schaut das aus. Also die heißen ja eigentlich ganz anders. Allemannsretten. Ja, da steht kein Köttbühler drauf, sondern Allemannsretten. Ja, auf jeden Fall diese Fleischbällchen. Meatballs. Und ja, schnelles Abendessen. Schon nämlich 19 Uhr. Hier mache ich Pommes. Also selbst hier von der Kartoffel geschält und klein geschnibbelt. Das sind für uns irgendwie die besten Pommes, die schmecken am besten. Und die mache ich halt immer noch in der Pfanne und nicht im Airfryer. Außerdem ist der Airfryer gerade im Geschirrspüler. Nur falls ihr euch wundert. Den kann man nämlich in den Geschirrspüler reingeben. Und das mache ich dann auch immer, weil ich keinen Bock habe, das mit der Hand zu waschen. Ach ja, und das haben wir jetzt vorhin gekauft. Also das habt ihr gesehen, oder? Das haben wir gekauft. Und hast du das schon raufgebracht? Und das haben wir auch gekauft, diese Spachtelmasse. Der Papa muss jetzt nämlich, bevor er die Farbe an die Wände rangeht, muss er da ein paar diese Kleinigkeiten hier richten. Was machst du denn hier, Baby? Weil ich hier spielen. Zu spielen? Ja. Oh. Ich habe gerade Kinder. Ich will nicht schnell rein. Entschuldigung. Ja. Süßkeks. Bist du ein Süßkeks? Der Papa hat schon hier gut gemalt, wie ihr sehen könnt. Also meine rosa Wand ist schon fast halb fertig. Es ist aber noch, also es schaut auf jeden Fall dünkler aus als hier abgebildet. Na, also abgebildet. Dort war es doch auch heller, oder? Ja, aber das wird der Papa meint, es wird noch heller. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und ja, diese Wand wird natürlich weiß. Also nicht, dass ihr euch wundert, es bleibt nicht grau. Das war so eine schlechte Entscheidung. Dieses Grau ist so hässlich. Naja. Machst du da zweimal oder einmal recht? Kommt drauf an, wie das abdeckt. Deckt eigentlich eh gut ab, oder? Sophie. Ja, mein Gott, dass ich arbeite mit zweimal halt. Sophie, was machst du denn hier? So, meine Lieben, wir haben jetzt schon den nächsten. Oh Gott, meine Flinte ist schmutzig. Ich habe jetzt vorhin mit der Kamera herumgespielt. Also, wir haben schon nächsten Tag und schaut mal, in der Kamera schaut das rosa heller aus, als es tatsächlich ist. Papa, schau mal. Papa. Aber so schaut das Endergebnis aus. Und der Papa ist jetzt gleich hier weiter am Werkeln mit der Weiß. Musst du da nicht das abpicken? Nein. Oh, anders. Wie? Wie denn? Ich habe das einfach gemacht. Nee, wieso denn? Ich glaube, picken wird doch schneller gehen, oder? Nein. Soll ich schnell abpicken? Nein. Bist du nervig? Du bist nervig. Ich bin schon echt froh, wenn das fertig ist. Und der Papa wahrscheinlich auch. Soll ich auch was malen? Oder ist das schwer? Oh, danke für die Antwort. Was soll das heißen? Ich bin auch handwerklich begabt. Diese goldenen Flecken hier, das ist nur Licht, also nicht, dass ihr euch wundert, weil bei uns geht gerade die Sonne unter. Man kann es nicht glauben. Boah, das Zimmer halt. Aber wir sind fertig. Yay! Das war die graue Wand. Jetzt wieder perfekt weiß. Und ja, we are done. In der Kamera schaut alles super aus. Und im Real Life schaut auch alles super aus. Da war aber gut ausgemalt. Ich finde, in der Kamera schaut es halt heller aus. Die Wand schaut für uns jetzt hier in Real Life ein bisschen dunkler aus. Ja, wir sind fertig. Es ist draußen schon dunkel. Aber nicht, dass ihr glaubt, wir haben die ganze Zeit hier nur gemacht, sondern wir haben auch ganz normal den Sonntag gebracht.
mit Kochen und Essen und ein bisschen Sand mit der Family. Auf jeden Fall, der Papa, vielleicht wie ihr ihn hört, macht hier den Boden sauber. Also der Papa ist kein Freund von Folie auslegen, gell? Ui. Deswegen haben wir danach die Arbeit. Aber wir sind eigentlich hier schon gut voran, das müssen wir noch wegschmeißen. Und dann sind wir fertig hier. Naja, hier noch ein paar Flecken. Und wenn das fertig ist, hat der Papa gemeint, er baut mir mein Billigregal auf, oder? Ja. Schön. Das einzige Möbelstück, das wir bisher gekauft haben, bauen wir jetzt auf. Ein Billigregal. Und wir haben ja noch ein Whiteboard gekauft. Das sind eigentlich die Stifte. Hä? Was? Die Stifte. Ja, wir können ja mit den normalen Rutschen fahren. Und da sind die Stifte. Billy Billy. Ah, und die Pflanze dürfen wir nicht vergessen. Haben wir den kleinen Billy gekauft? Ja, den kleinen. Sieht man doch, oder? An der Tentje. Ja, und ich baue jetzt diese. Das haben wir noch im Auto gehabt, deswegen ist es ein bisschen eingefroren. Auf jeden Fall baue ich diese Kartons auch, weil die haben wir jetzt auch gekauft. Das sind so Kartons. Ja, und der Papa baut das Billy auf. Das halt noch so extrem in diesem Zimmer. Die Vorhänge haben wir auch schon dran gebracht und jetzt geht es ja darum, dieses Chaos hier einfach dann hier schön zu verräumen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, diese Füße, heißt das, sind die Füße? Ja, bitteschön. Die haben wir so silber gekauft und ich habe sie einmal gold gesprayt. Da war ich noch schwanger mit Luisa und mittlerweile ist das aber nicht mehr so schön. Das muss ich nochmal nachholen. Oder einen neuen Tisch, mal schauen. Wie wir dann machen werden. Die Leiter ist auch gehört zum Büro dazu, gell? Ja, das ist für Regale. Schaut mal, oh mein Gott, ist das nicht cool. Ich freue mich so. Wir haben jetzt das Regal aufgebaut und ich richte es jetzt gerade irgendwie ein. Also mehr oder weniger. Hier habe ich so ein paar Ordner. Es fehlen noch einige Ordner. Ich habe mir auch überlegt, dass ich mir einheitliche Ordner kaufe, weil aktuell schaut es halt nicht so schön aus. Eine Pflanze habe ich, mein Drucker natürlich ganz wichtig. Und ich mache mir hier so Boxen. Da habe ich so ganze Boxen, also Boxen mit so ein paar was ist das denn überhaupt? Glitterdeko. Eigentlich habe ich das für die Michelle gekauft. Ballons habe ich hier, Seitenpapier zum Versenden. Dann habe ich hier so eine kleine Elektronikbox. Da habe ich so mein Capture, wenn ich so Let's Plays aufnehme von Elgato Gaming. Voll cool. Möchte ich auf jeden Fall noch mehr ausbauen. Meine Legria, die ist ein bisschen kaputt. Die hat einen Sprung. Ein Stativ habe ich hier noch. Dann mein Ladekabel. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Dann habe ich hier so eine Kabelbox und USB-Box. Da habe ich ganz viele USB-Sticks. Die Canon Gizi Mix Verpackung. Dann habe ich hier so Bücher. Da kommen auf jeden Fall noch Bücher hin, weil ich habe zurzeit alle Bücher irgendwo gesammelt. Briefkuverts. Dann habe ich hier mein Körbchen, das ist noch leer. Meine Autogrammkarten. Ja, und hier habe ich so eine Ladestation aufgebaut. Hier kommt dann, das ist von meiner Sony Alpha Akku-Dings da. Ja, und ich mache jetzt gerade den Tisch leer, weil der war ja noch voll und ich mache den jetzt gerade ja alles hier rein. Aber ist halt noch voll leer, wie ihr seht. Also da fehlt auf jeden Fall noch hier was. Und hier kommt auch gleich was. Papa bringt es gleich hoch, werdet ihr gleich sehen. Yes! Ich freue mich. Oh mein Gott, wie so happy. So, meine Lieben, also das ist auf jeden Fall definitiv schon meine liebste Ecke hier in meinem Büro. Das schaut euch schon schön an. Ja, Bob. Was macht sie denn da? Der Papa hat übrigens den Sessel von unten rauf geholt. Das ist der, der eigentlich in Michelles Zimmer gehört hätte, der aber keinen Platz mehr dort gehabt hat. Was macht sie jetzt weiter? Sophie braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall bin ich mit dieser Situation hier nicht so zufrieden. Gefällt mir nicht so wirklich, wie das hier ausschaut. Und deswegen, was ist denn los? Und deswegen gucke ich gerade ein bisschen bei, wie heißt das? Pinterest. Ah! Deswegen hole ich mir gerade ein bisschen, oder holen wir uns gerade ein bisschen Inspiration von Pinterest, wie wir das vielleicht ein bisschen anders, cooler und ja besser hinstellen könnten. Ja.
Was hast du denn gesagt? Wo soll der denn hin? Pass auf, du zwickst gleich zu viel. So, da möchte ich nämlich dann auch ein paar Videos drehen. Ja, was tut's denn? Apropos Fleisch, eine Pflanze, ein Teppich in der Mitte, was hast du denn das? Den Teppich sieht eh keiner auf dem Video, das ist gut. Das ist wurscht, das geht nicht nur die sehen, sondern das auch sehen. Er hat gesagt, das ist wurscht. So, also, ich würde sagen, hier sitzt. Ja? Hier irgendein, oder diese komische Regal, oder da drüben diese komische Regal. Hier eine Lampe vielleicht, und eine Blume, wie du gesagt hast. Ja. Mhm. Und wo ist diese komische Regal? Hier. Das ist nicht, wie das aussieht. Das glaube ich, schaut hier cool aus. Vielleicht passt dieser Sessel nur. Ich glaube, dort würde besser aussehen, diese Regal. Ja? Ja. Hier ist ein kleiner Tisch. Eine Lampe, eine Stehlampe. So wie wir im Wohnzimmer haben, oder bei der Zimmer. Aber eine bessere mit schöneren Beinen, oder? Schauen wir mal. Ja, meine Lieben, wir denken auf jeden Fall noch nach, wie wir unser Büro cool einrichten können. Vielleicht habt ihr Papa. Tipps. Baba. Ja, meine Lieben, ich glaube, ich werde mich jetzt, nein, wie soll ich das sagen? Wieder. Ja. Wieder. Ich nehme es mit, gib's in die Küche. Will auf jeden Fall nicht, dass ihr hier bei mir Chips esst. Nur so als Information. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall über eure Nachrichten freuen. Vielleicht habt ihr coole Tipps für uns, wie wir aus diesem Zimmer ein cooles, mega cooles Büro machen können. Ich weiß auf jeden Fall, dass unter meinen Zuschauern ein paar echte Deko-Mäuse dabei sind, die mir immer schon Tipps geschrieben haben. Deswegen rückt immer nur raus mit der Sprache. Was sollen wir hier machen? Auf jeden Fall Bilder, ja, das wissen wir, aber ich glaube, ich will jetzt noch keine Bilder aufhängen, wenn ihr noch nicht weiß, wie die Möbel da... Ey, mit der Schokolade, geh raus! Raus mit der Schoko! Und? Aber sie hat eine Schokolade in der Hand, die hat Angst. Komm, ich weiß nicht. Geh mit zum Papa. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall den Vlog beenden und ich würde mich auf jeden Fall sehr über eure Kommentare freuen. Please, please help us. Aber diese Ecke ist schön, oder? Das habe ich schön gemacht. Ich glaube, das werde ich mir auch einen neuen holen, der ist nicht mehr so cool. Und mal gucken. Ja, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.